Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Racker. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Außenminister, nachdem wir wissen, dass auf der anderen Seite täglich ca. 600 bis 700 Gasschiffe aus Amerika kommen, die ebenfalls die Versorgung sicherstellen von Europa, und sollte die Sanktionsmechanismen weiter aufrechterhalten werden von Amerika, welche Maßnahmen planen Sie auf europäischer Ebene und auch auf internationaler Ebene, auch im Sinne der internationalen völkerrechtlichen Auseinandersetzung, eine reziproke Maßnahme zu setzen, die mit Sanktionsmechanismen verbunden ist für diese amerikanischen Schiffe? Also wir sind, Herr Abgeordneter, jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen hier reziproke Maßnahmen setzen, also Sanktionen mit Gegensanktionen beantworten, sondern unser Ansatz ist, wir haben eine neue US-Administration, die die Hand ausstreckt, die den Dialog sucht, das auch öffentlich klar macht und einen ganz neuen Ton an den Tag legt. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und da nehmen Sie auch beim Wort, wir wollen hier den Dialog suchen. Und wir glauben, dass es ein Projekt ist, das wesentlich ist für die Versorgungssicherheit Europas. Es ändert ja auch nicht sozusagen die Gesamtfördermenge. Wir sind einfach noch energiepolitisch auf unsere russischen Partner angewiesen in weiten Bereichen Europas. Und das ist einfach ein Faktum. Und da werden wir den Dialog suchen. Und ich würde jetzt nicht gleich in die Sanktionslogik reingehen. Und unser Ansinnen ist eben, auch die amerikanischen Freunde davon abzubringen.